Jo. Ja. Ja. So. Ja. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge hier auf der NF Match Map. Ja, und im Süden wird es sehr arbeitsreich. Ich weiß nicht, was die anderen so machen bei dem warmen Wetter. Agan. Agan. Ich sitze gerade im LKW und habe sogar eine Kühlbox im LKW, in der sich kühle Getränke befinden wahrscheinlich. Aber die geht nicht auf. Nee, leider. Ich komme nicht ran an das gute Zeugs. Ja, ich warte jetzt auf Brückenöffnung. Moin Moin, sage ich auch an alle. Danke fürs Reinschalten. Alex, den John Deere musst du dir holen. Ja. Immer noch schön warm. Gehört im Süden. Bist du einsammeln, Jürgen? Ich will einsammeln, ja. Warte mal, lass uns mal der Trecker tauschen. Kannst hier mit dem Fendt einsammeln. Wand ist 22 Grad draußen. Aber drinnen noch 27 Grad. Muss noch so ein bisschen die Luft von draußen wieder rein. Wenn am besten... Achtung, Palettentransport. Ja, aber gleich verkaufen fahren bei uns, solange wie der Preis noch so ist, wie jetzt ist. Wahrscheinlich Gärtnerei, ne? Ja klar, woanders geht's hier nicht. Weil zum Abfahren kann ich auch den Kleinen nehmen, Alex. Jo. 175 brauchen wir. Okay. Mach die Brücke auf. Aha, aber noch 10 Minuten. Warum denn so ungeduldig? Ja. Keine Zeit. Den kleinen Fan können wir doch umrüsten auf Frontlader, oder brauchen wir einen extra Trecker dafür? Haben wir ja einen Trecker, wo der Frontlader anpasst. Ich hätte gedacht, der kleine Düngerstreuer. Der Fendt 300, wenn ihr den habt, der kann das. Auch. Und danach gucke ich, dass ich die Paletten aufgenommen kriege und ins Lager 5, reingeschmissen, 12, Alex. Mhm. Ja, guck mal. Mod. Ein Traktor muss das sein, oder Kompakttraktor. Bei Mods. Salazar, kriegst du alles rein oder sollt ihr nur einmal abtanken? Anna. Ich muss noch einmal abgetankt werden, ich bin nämlich gleich ganz voll. Der Kleine mit der Dünger? Mhm. Da können wir den aber einmal nutzen, um schnell ein bisschen den Tieren sauber zu machen. Der ist ja auch gleich fertig mit Düngen. Wir müssen dann einmal umrüsten, dann können wir da auch gleich einen größeren Motor reinbauen, weil ich glaube, wir haben den kleinen Motor genommen, weil wir am Anfang ja kein Geld hatten. Ja. Noch anderthalb Spaten. Okay, ich werde mit den wieder zur Reihe gehen. Nach Düngerstreuer. Fahr mal dann in Süden, glaube ich, ne? Oh, hier gibt's Geld. Ja. Haben wir gleich Tausender. Wohin in Süden? Hafen. Was blockiert dann? Hm? Hat er was blockiert? Wer? Da am Süden. Nee, wir müssen ja im Süden, verkaufen. Alex, unser Drescher setzt sich gleich um auf Soja. Jo. Südhafen. Ach. Was steht denn hier an der Brücke? Willst du uns? Was kriegen wir denn? Kriegen wir was geliefert? Nö. Oh, wieso nicht? Was macht ihr damit? Erstmal eine Runde verkaufen, haben wir noch. Das sieht süß aus, der kleine Trecker vor dem Hänger. Basta, da kannst du das gespannt schon auf die Betonkette bauen. Okay. Wollt ihr nicht eigentlich noch unsere Gärreste abkaufen? Kriegen wir im Moment gerade nicht unter. Dann müsst ihr, oder würde ich vorschlagen, bringt ihr das auf euren Feldern aus? War ein guter Vorschlag.
dick Zubringer und hier dicken Güllewagen und ja. Ah, haben wir noch nicht. Warte. Bleibt die BGA stehen, wenn die Reste voll sind? Nee. Ja. Warte. Glaube ich gar nicht. Doch. Doch. Nee, da wären sie bei mir schon regelmäßig voll stehen geblieben in meinem normalen Single-Let's Play. Die bleiben hundertprozentig nicht stehen. Ja, ich habe Kapazität 400.000. Also hier bei GRS sind es 800.000 oder 2 Millionen, ja. Ich habe keine Ahnung. Aber also die DGA läuft. Ansonsten hätte ich ja auf meinem Single-Spielstand nie, also ich habe ja nie groß GRS dann die Leute gebracht. Nein. Was ist, Alex? Ansonsten müssen wir Schlauch anschließen und lassen das weglaufen. Ich liege im Graben. Oh, Otto. Oh. Ich komm, steig aus. Wie warm ist das Wasser im Graben? Ich angenehm. Ich leite mit dir. Da haben wir schon wieder schöne Bilder. Ich komme. Alex, hast du keine Wünsche? Was sagst du? Mit was für ein Gefährt hat sie es gemacht? Ja, mit unserem John Deere-Trecker liegt sie auf dem Dach. Oh. Im Graben. Oh, ja. Replay bitte, Wiederholung. Nein. Also für die Kamera nochmal. Kurz vorm Ziel, Mann. Ich komm gleich, ich schmeiß hier nur kurz den Drescher an. Dass der schon mal das halbe Feld machen kann. Ärgerlich, verdammt. Usa. Hi. Tschüss. Bin richtig gefahren bisher, gut, oder? Foto ist gemacht. Wie beiden hast du jetzt drauf? Voll? Nein, einer fehlt. Na gut, das ist nicht schlimm. Gehen wir noch mal kurz runter nach Sylt, Jürgen. Ja. Macht ihr mal. Wir gehen auch mal kurz. Mir jetzt so laut. nach Helgoland, nicht nach Sylt. Ja. User was moved out of your channel. Weg. Noch bist du nicht weg. Nee. Könnte der Bauhof unter Umständen aushelfen, falls es nicht schafft? Pannenrettung oder? Ja. Ja. Alex, sei ich über den Hof muss, ich bin versucht gleich da zu sein. No. Alter, jetzt zuckelt's aber. Ja. Da war doch irgendwo jemand, der gesagt hat, er macht Paletten. Ja, hat er doch gesagt, Palettentransport. Ah ja. Ich dachte, es sei schon vorbei. Ich versuche es, Alex, sagen müssen, Palettentransport mit Verkauf. Maxim ist schon da und probiert. Der liegt gut auf dem Dach, Maxi, oder? Der liegt super, ja. Sag ja, ich versuche es jetzt gleich mit dem Kleinsttrecker. Ihn so anzustupsen. Liegt der im Grab. Ja, mal zumindest anzustupsen. Ich bin auf dem Weg. Ich eile. Wie hast du das eigentlich geschafft? Keine Ahnung. Ich glaube, die KI hat mich noch angeschoben. Jetzt ist wieder die KI schuld. Ja, immer nein, die böse KI, die ne? Hat mich ein paar Meter vorher, ist sie mir auch schon hinten rein. Obwohl ich schon, ja,
Moment mal. Das wenn du fährst, kann die KI dich nicht einholen. Nee, wenn sie von vorne kommt, dann schon. Sie sagte, sie war hinten dran. Sie sagte, sie ist hinten rein. Das tut doch weh. Ja. Sofort, Maxi. Ich musste nur noch kurz was schießen. Achtung. Das kleine Ding schafft's, oder? Dankeschön. So, jetzt hast du ein paar Goldfische vorne drin. Oh ja, Trecker Aquarium. Ist der Hersteller wenigstens sauber geworden jetzt? So, dann kann ich jetzt die Mission zum Dreschen abschließen. Und dann fülle ich die Paletten um, Alex. Jo. In dieser Reihenfolge. Und dann kann ich erst den Drescher wieder abtanken. Vorher wird es schwierig. Aber da ist er noch eine Weile beschäftigt. Jo. Ich kämpfe mich dann mal mit 46.000 durch die Gegend. Oh. Mal gucken, ob wir nachher wieder Feierabendbier verteilen müssen. Bestimmt. Ich habe schon ein gut gekühltes vor mir stehen. Pfui. Frisch aus dem Kühlschrank. Ihr seid gemein. Ja, sicher. Obwohl, das lag eher in der im Froster. Geht jetzt besser, Alex, oder? Ja. Ah, jetzt ist meine Suppe alle. Und nein, ich meine nicht das Bier. Ich meine mein Pflanzenschutzmittel. Achso, ich dachte schon Nudelsuppe oder Hühnersuppe. Mhm. Gemüsesuppe. Geht alles bei den Temperaturen. Gibt's am Tag eher Gerold Steiner Medium Suppe. Schmeckt doch nicht. Wobei Weizenkrautensuppe schmeckt auch nicht schlecht. Nee, nicht mal annähernd. Krautensuppe kannst du mich jagen. Wieso? Da habe ich auch Rühe mit Krauten drin. Ja, ich weiß, aber kannst du mich jagen. Das liegt schlicht ergreifend an meinen Erfahrungen aus meiner Kindheit in der Schule. Okay. Ja, das gab's aus irgendwelchen großen Krügen. In der großen Alukelle wurde auf diesen Plastikteller drauf geknallt. Und ich glaube, das war komplett aus dem Ganzen. Und nein, seitdem ist das Thema für mich durch. Glaube ich. Aber aus, wenn du gerade so sagst, so große Alu-Schöpflöffel und Thermophore.
Da habe ich so schöne Erinnerungen ans Zeltlager. Und ich an die Bundeswehr. Stimmt, da gab's das auch. Auch wenn ich nicht bei der Bundeswehr war. Aber ich hatte schon das Vergnügen, des Öfteren mal in der Kaserne zu essen. Ja, das ist ja dasselbe quasi. Richtig. Ist die gleiche Futterkantine. Genau. Ich hoffe, Danny hat das auch richtig auf seinen Etiketts für die Kartoffeln. War es nur für Bundeswehr geeignet? Nein, nur für Schweinezucht und Bundeswehr geeignet. Ja, ja, meine ich ja, diese Aufschrift. Aber der NATO-Kit war immer geil. Der was? Der NATO-Kit. Ach ja. Bundeswehr-Kartoffelpüree. Und nicht nur das. Oder E-Pass. E-Pass. Oh. Chivapchichi. Oh. Ja, das waren die besten E-Pass. Oh ja. Da haben wir einem Bekannten ausgeholfen mit Auf- und Abbau auf einem zweitägigen Event. Und da gab es dann für alle Helfer E-Pass. Das Coole ist, du bringst mich gerade auf eine Idee. Ich könnte mal wieder E-Pass bestellen. kann mir einer erklären, was das ist? Ein Mann Überlebensration. Ach ja, 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 jetzt weiß ich das. Die Futterpakete von der Bundeswehr fürs Biwak. Biwak? Die brachte schon vor 2 Jahren eine Kumpel mit zu Rockhards. Ich sag, weißt du, reingebissen. Bitte, darfst du gerne essen. Die Panzerkekse. Panzerkekse. Die Panzerkekse. Also, die musstest du ja in den Krieg tun, sonst hast du die ja überhaupt nicht. Die hieß ja eben deshalb ja schon Panzerkekse, weil das sonst nicht genießbar war. Oder die Schokolade. Nee, die war nicht meins, weil das war wirklich extra herb. Ja, die ist extra herb, das stimmt. Also die war nichts für mich. Wir haben die Panzerkekse und die Schuhcreme benutzt, um uns Teelichter zu machen. Oh ja, das waren noch Zeiten. Gut, ich kenn's ja von meinem vom Thomas. Der war ja 18, na, fast 20 Monate beim Bund. Ich war auch 18. Nee. 23 Monate war ich beim Bund. Und ich finde, die Jugend von heute müsste da auch wieder hin. Ja, einigen wird's nicht schaden. Genau, dann werden sie wieder ein bisschen ähnliches wie Zucht und Ordnung. Wäsche zusammenlegen, T-Shirts auf DIN A4. Ja, gewisse Sachen sind vielleicht überzogen, aber... Du wirst lachen, das mache ich von Haus aus. Ja, ich wollte gerade sagen, das mache ich von Haus aus. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Jenny? Ja? Mission? Wie war es bei... Mission? Ich bin immer noch mit der Mission bei euch. Welche Mission? Die habe ich bezahlt. War so lange pausiert, weil ihr nicht mehr weitermachen konntet, oder wie? Wegen dem Regen. Aber ich konnte mich auch nicht daran erinnern, dass wir da 1000 gekriegt haben. Als ich die Mission angefangen hatte. Gut. Das war letzte Woche, gell? Ja. Ja. Habt ihr Glück. Ich dachte, wir kriegen unsere 10.000 zurück. Nein. Man kann es ja mal versuchen. War, ne? Ich schürfe nicht allzeit bis. Oh. Ein Versuch war's wert. Genau. Hohe Bäume. Alex, ich gebe nicht weiter ab, das bringt kein Geld. Jo. Nur das andere lohnt sich nicht. Ja. Extra zu zahlen.
würde ich die Hälfte nur für Brückengebühr zahlen. Oh, ja. Nee. Warten wir lieber, bis es bei uns gut steht. Wollte gerade sagen. Wir haben nicht einen Pflanzenschutz hier Mod mit drin. Nur die Rubicon von Mev. Aber oh, Pflanzenschutz gibt's auch nicht wirklich was. Ja, das stimmt. So, zurück hier. Moin moin. Aber dann können wir euch ja mal befragen zu Epa und Panzerkeksen. Was? Epas? Keine Ahnung, was ist das? Warst du nicht beim Bund? Ich, klar, aber NVA und Bundeswehr. Ich wollte gerade sagen, du wirst wahrscheinlich dasselbe hinter dir haben wie ich. 6 Jahre NVA und glaube 3 Monate Bund, dann habe ich geworfen. Ich habe 1,6 Jahre Bundeswehr, NVA und dann noch 4 Monate Bundeswehr. Ja, ja gut, dann. Nee, dieses Einmalessen. Das abgepackte. Aber es gab es auch bei der NVA, nicht ohne Frage. Es war auch nicht wirklich leckerer. Nein. Hat gedacht, so geschmeckt. Aber nie gegessen. Echt nicht? Doch. Ich musste sogar mal bei irgendeiner Übung, habe ich keinen anderen Mal gehabt. Oder ich hätte einen Hungertod geschwärmt und unter Hungertod gestorben. Das ist das doch. Wer den Übungen musstest du. Hast du die Dinger gekriegt, die kurz vorm Auslaufen waren? Ja, weil sie schon 20 Jahre alt waren. Uns waren die kurz vor Auslaufen. Also wir wurden immer gut versorgt, bei uns gab es eigentlich nicht bei der NVA. Weil ich habe nämlich hier so eine Stadtrampe gefahren. Da wurden wir sind nur nachts gefahren, immer nur getarnt. Uns gab es da nicht so richtig. Ihr seid ja wirklich dann Luxusverpflegung gewöhnt. Gab es immer ordentliches Essen. Kann ich mich nicht beklagen. Gut, ich habe auch bloß eine Übung mitgemacht. Achtung, Palettenverkauf. Jo. Salazar, soll das Vermehrungsgras gleich gedüngt werden, oder? Ja. Dann erledige ich das mal eben. Und zwar das irgend so eine Übung mit Überführung zum Feldflugplatz, war bei den Fliegern. Funktioniert. Und dort haben wir tatsächlich erst nach 2 Tagen das erste Mal wieder Essen bekommen. Und auch nur deshalb, weil mittlerweile die Bodenkräfte sich fast geweigert hätten, die Maschinen abzufertigen. Mit Unterstützung der Piloten. Und erst dann hatten wir Essen bekommen. Und da, bis dahin hatten wir tatsächlich von diesem Zeug an Herd mal vorschlossen. Bist du nach 180 PS oder? Mach das Größte einfach. Ja, das muss ein bisschen Leistung. Was hast du denn da gefunden, Hawk? Was würdest du hier als Silage verkaufen? Das sind die neuen. Oder das sind die US-Dinger jetzt. Ah ja, okay. Guck mal an. Die Panzerplatten. Okay. Kann mir denn jetzt gleich jemand hier diesen Status geben, dass ich bei euch, oder auch eine Einweisung, wo ich bei euch hier Pflanzenschutz kostengünstig, kostenneutral einkaufen kann? Kostenneutral und schlecht. Der war gut. Also kostenneutral für alle Höfe pro 1000 Liter 1000 Euro. Brauchen wir denn neutraler geht's ja nicht, oder? Nee, das ist sehr neutral. Gut, wie viel Rabatt kriege ich heute? Rabatt. Du kriegst keinen Rabatt. Weil hier gibt's Hitzezuschlag. Du hast keine Rabattmarken gesammelt. Wir können dir so leider nicht weiterhelfen.
Deine Stempelkarte hast du nicht bei, das weiß ich. Doch, ich habe schon viel eingekauft bei euch mittlerweile. Muss ich eigentlich schon Rabatte kriegen. Na, ja, lass mal, mir kommt da gerade ein anderes Spiel in den Kopf. Mit der gefälschten Stempelkarte wird das aber nichts. Ich bräuchte dann mal den Lohnerstatus von euch, bitte, Bauhof. Auch, ich möchte einmal 6000 Liter Pflanzenschutzmittel einkaufen. Moment, bin gleich am Hof. Soll ich gleich die 1000 bezahlen, Jürgen? Bitte? Soll ich gleich Brückengebühr bezahlen? Ja. Ich muss nämlich hier im Norden Brückengebühr bezahlen. Jenny, hast den Lohnerstatus. Oh. Danke. Da könnt ihr dann wahrscheinlich euer Pflanzenschutz bezahlen, oder? Ja. Ich denke, das wird knapp. Da vorne war auch, ne? Man findet sich ja gar nicht mehr zurecht. Ja. Du müsste angekommen sein, danke, oder? Vielen Dank. Wir sind so umgebaut, man findet die Einfahrt gar nicht mehr. Aber das muss auch in der Gärtnerei, Jürgen, ja? Ja, die Einfahrt ist immer noch an derselben Stelle. Wieso fährt er nicht mehr? Er fährt nicht? Ist das in der Produktion irgendwo oder wo gibt es das hier mit euch? Produktion. Ein Schutz. Produktion oder im Lager, glaube ich auch. Da ist ja her. Mit was bist du dort? Im Fendt und mit dem Anhänger. Nee, ja. Ich meine Daniel. Ach so. Ich bin mehr Spitze hier. Oder wie? Weil das Zusatzfass ging durch bis an am Silo, ne? Kein Pflanzenschutz. 6000. Was kostet jetzt wie viel? 6000. Ja, kannst du mir den Status dann schon wieder ruhig wegnehmen. Danke dir. Bauhof. Die Chefin, ne? Ja, ich komme langsam meiner Hubicon näher. Danke. Ja? Danke. Oh, der Preis ist noch gestiegen ein bisschen, ne? Steigt der Preis immer noch? Es war mehr, als ich gerade eben gekriegt habe, ein bisschen. Viel, aber Euros. War nämlich knapp unter 18.000. Ja, 340. Nein. Und geht immer noch höher. Wer hat was für Rewe? Nee. Mit Sicherheit, nee, also erstmal gar nichts. Und auch dann wahrscheinlich, wenn man irgendwas hätte, auch nicht das, was sie wohl gerade haben wollen. Ne? Tamara, was kostet bei euch? Rechtsfahren, Jürgen. Was? Ja, entschuldige bitte. Wie bitte? Dünger. Pro 1000, 1300. 20.000 bitte. Das war das, was wir weniger bezahlt haben. Max kommt. Danke. Silo steht, wenn ihr reinkommt, gleich rein. Alles klar. Achso, brauchst du den Lola-Status jetzt noch? Ja, Mann. Okay. Eine Palette muss ich. Okay. Was ist jetzt wichtiger? Tiere sauber machen oder spritzen? Decke, Tiere sauber machen. Das ist fast klar. Könnt ihr auch. Geht auch schneller, ne? So ein, zwei Schaufeln voll wahrscheinlich. Ja. Dann sind die Kühe wieder happy. Ja, leckere Milch. Aber ich glaube, wir kommen dann zum Ende der Folge, Holger. Genau, ich wollte gerade sagen, bei mir sind es nämlich 29 Minuten und 35 Sekunden. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Sehr groß. Sekunden jetzt. Okay, dann sag ich mal vielen Dank fürs Einschalten. Donnerstag, 9 Uhr geht es ja weiter. Und im Süden immer noch reichlich Arbeit. Also bis dahin und tschüss. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.